VoltiCast, der offizielle Podcast von der Voltigierzirkel. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen beim VoltiCast, dem offiziellen Podcast von der Voltigierzirkel. Mein Name ist Resi und heute haben wir eine ganz besondere Folge im Angebot, nämlich unsere allererste Mitmachfolge hier im Podcast. Ich habe euch die Frage gestellt, warum ihr den Voltigiersport denn so besonders toll findet und mich haben ganz, ganz viele Antworten erreicht und genau diese Antworten sollen heute sozusagen den Inhalt dieser Podcast-Folge stellen und ich bin schon ganz gespannt, wie es laufen wird. Ich werde die ganzen Antworten dann immer so ein bisschen mit meinen Ideen, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Gedanken zu dieser Frage ergänzen, gebe quasi so ein bisschen meinen Senf dazu. Und hoffe, euch gefällt die Folge, bin gespannt auf euer Feedback und will jetzt auch gar nicht lange noch vorher drumherum reden, sondern würde sagen, wir schauen uns direkt mal die ersten Antworten an. Ja, ich hatte euch ja über die sozialen Medien, also speziell Instagram und Facebook, den Aufruf gesendet, dass ihr mir Sprachnachrichten übersenden könnt, wo ihr mir eben die Frage, warum ihr den Voltigiersport denn so besonders toll findet, beantworten durftet, solltet, konntet. Und ich habe da tatsächlich 9 Antworten bekommen, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich werde auch alle Antworten heute hier in dieser Folge euch präsentieren, mit euch teilen. Es gab aber auch noch ein paar Antworten von Voltis, die sich nicht, vielleicht, ich weiß nicht warum, sie keine Sprachnachricht geschickt haben, sondern nur das Ganze schriftlich gemacht haben. Das macht aber überhaupt gar nichts, ne? Man muss ja auch nicht immer gleich in die Vollen gehen, sondern mich haben eben auch ein paar schriftliche Antworten zu der Frage erreicht und ich würde gerne so zum Auftakt, zum Warmwerden der heutigen Folge diese Antworten, die ich eben schriftlich bekommen habe, mit euch teilen. Habe ich gleich einen Frosch im Hals. Und zwar hat es zum Beispiel die liebe Pascal ganz kurz und knackig auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Voltigieren ist deshalb so besonders toll, weil es einfach Turnen und Pferd miteinander vereint. No? Und das ist ja auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Hinweis. Und die liebe Sonja Speer, hat über Instagram geschrieben, dass sie den Sport besonders toll findet, weil er halt auch so vielfältig ist, ne? Und das deckt sich auch ganz gut mit dem, was Laura geschrieben hat. Sie sagt nämlich, es vereint viele Sportarten in einem, ne? Und damit hat sie ja vollkommen recht, das vertiefen wir nachher auch an anderer Stelle nochmal. Und dann hat es Hilke Steinhil auch ganz gut auf den Punkt gebracht, indem sie mir halt auf die Frage, warum findet ihr den Voltigiersport so besonders toll, einfach so ein paar Schlagworte geantwortet hat, nämlich Jungen, Mädchen, verschiedene Altersklassen, Pferde, Turnen und Zusammenhalt. Und das sind ja alles Schlagworte, die werden heute im Laufe der Sendung auf jeden Fall auch noch häufiger vorkommen, sodass ihr da schon mal wisst, so was grob auf euch zurollt. Emily hat mir dann auf die Frage noch geantwortet, dass sie die Kombination aus den vielen verschiedenen Komponenten aus verschiedenen Sportarten halt ganz besonders toll findet an unserem Sport. Und Snake Pony hat in ihrer Antwort eine Sache auf den Punkt gebracht, die ihr wahrscheinlich aus eurem Volti-Alltag auch nur allzu gut kennt, nämlich das Voltigieren an sich, ja, für jemanden, der das jetzt so nicht kennt und der da von außen drauf guckt, ganz leicht aussieht, und das ist ja auch immer unser Ziel, ne, dass unsere Programme, dass unsere Pflichtübungen, unsere Kürübungen leicht und fluffig locker wirken. Und das ist aber so, als wenn man das dann selber macht, dass es dann halt, dass man dann einfach weiß, dass es nicht leicht ist, sondern dass es wirklich harte Arbeit, ganz, ganz viel Training und ganz, ganz viel Mühe und Fleiß und Schweiß braucht, dass die Übungen halt so leicht und locker aussehen, wie wir das am Ende auf dem Turnier oder bei Schauprogrammen gerne haben möchten. So, das waren jetzt erstmal alle schriftlichen Nachrichten, die mich bei Instagram erreicht haben und dementsprechend möchte ich jetzt gerne mit den Sprachnachrichten, die über Speakpipe zu uns gekommen sind, weitermachen und habe mir überlegt, dass ich ganz gerne die Nachricht von der Ann-Kathrin Harries oder Harries, ich weiß jetzt gar nicht, wie du ausgesprochen wirst, liebe Ann-Kathrin, bitte nimm's mir nicht übel, auch wenn wir schon häufiger Kontakt miteinander im Zusammenhang mit dem Förderpreis Breitensport hatten, von daher Grüße an dich und dein Team. Ich freue mich, dass du mir deine Sprachnachricht geschickt hast und würde sagen, wir hören am besten erstmal rein. Ich finde das Voltigieren so besonders, weil es so eine vielfältige Sportart ist. Es sind turnerische Elemente dabei, Tanzelemente,
die Sportart mit dem Pferd, das, was für mich eigentlich am Vordergrund steht. Aber ja, für jeden ist was dabei. Und es gibt auch für jeden Typ Mensch, der sich beim Voltigieren engagieren möchte, sei es Kinder mit Handicap, Erwachsene, für jeden ist irgendwie was dabei, sich bei diesem Sport zu engagieren und mitzuwirken. Und ist man einmal infiziert vom Voltigierfieber, kommt man in der Regel nicht wieder los. Und das ist, finde ich, das Besondere, dass das Voltigieren so packend ist, so flexibel ist, für jeden was dabei ist. Und ja, wir sagen ja auch immer so schön, wir Voltigierer sind alle eine große Familie. Und irgendwie ist es auch so, wenn einer irgendwie einen Spendenaufruf macht oder irgendwie Stimmen braucht für irgendein Voting oder so. Alle Vereine helfen ein, wenn man vielleicht auch selber nicht davon profitiert. Aber das ist ja egal, man unterstützt den anderen gerne. Und man freut sich auch immer, wenn man auf dem Turnier andere Vereine wieder trifft und sagt, hey, bei euch hat es heute so super geklappt. Das finde ich so das Schöne, dass man sich gegenseitig ja auch unterstützt über seine Vereinsgrenzen hinaus. Das Voltigieren ist einfach eine besondere Sportart, die einen packt und ja, das mit dem Pferd einfach im Vordergrund steht und das das Besondere ist. Das Voltigieren als packende Sportart, das finde ich sehr schön. Das ist auch eine Sache, die werde ich nachher auf jeden Fall nochmal bei meiner ganz persönlichen Begründung, warum ich den Voltigiersport so besonders toll finde, mit aufgreifen. Ich habe mir da nämlich in meiner Begründung 4 Bereiche ausgedacht, zu denen ich nachher gerne was sagen möchte. Ich habe ja auch das Glück, dass ich dann mehr als 90 Sekunden Zeit habe, um diese Frage für mich zu beantworten. Aber bevor es soweit ist, möchte ich gerne noch mehr von euch zur Sprache kommen lassen, noch mehr von euch die Frage beantworten lassen und würde sagen, wir hören als nächstes mal die Antwort vom Team Carlos des VRV Horstedt. Hi, wir sind das Team Carlos aus Horstedt. Wir wurden gefragt, warum wir den Voltigiersport besonders toll finden. Wir fühlen uns besonders wohl in dem Sport, weil wir das Gefühl haben, dass wir als Team wie eine zweite Familie sind. Das merkt man vor allem, dass wir uns gegenseitig sehr vertrauen, unterstützen und man das Gefühl hat, dass man so sein kann, wie man eben ist. Das ist auch gerade das Besondere auf dem Pferd und nicht nur abseits des Zirkels, weil auch das Vertrauen sehr stark zum Tragen kommt und dann das in einem Bild vereint wird, so wie bei der Kühe. Es ist auch gerade so schön, weil der Erfolg und die Freude immer geteilt werden kann. Niederlagen und Rückschläge nie alleine bewältigt werden müssen. Das haben auch gerade wir als Team gemerkt, wie stark dies einen zusammenbringt und man eine besondere Bindung hat. Ein Teammitglied von uns hat es so zum Ausdruck gebracht: Voltigieren ist die Verbindung zwischen der Liebe zum Sport und der Liebe zu Pferden und ganz besonders die Verbindung von Mensch zu Mensch in einem Team. Es ist wie eine ununterbrochene Linie, die immer weiter verläuft, mal auf- und absteigt, aber immer zusammenhält. Außerdem ist es sehr beeindruckend, wie unser Pferd mit uns zusammenarbeitet und wie wir eine Einheit bilden. Er ist das wichtigste Teammitglied. Es ist einfach das besondere Gefühl, welches man nicht wirklich beschreiben kann, zwischen Himmel und Pferd. Und wenn du dieses Gefühl einmal hattest, lässt es dich nicht mehr los. Es bleibt für immer. Danke, dass wir mit teilnehmen durften. Liebe Grüße an den Voltigierzirkel, euer Team Carlos. Ja, vielen Dank, liebes Team Carlos, und viele Grüße zurück zu euch nach Horstedt. Und ihr habt natürlich auch ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen, ne? Also gerade dieses Gefühl, als Volti-Team wie eine zweite Familie zu sein, finde ich auf jeden Fall auch einen ganz wichtigen Faktor, der unseren Sport wirklich so besonders macht. Und eben auch der Punkt, dass unsere Familie eben nicht nur aus Menschen besteht, sondern halt auch noch unseren vierbeinigen Freund mit beinhaltet, ne? Unsere Pferde, unser Volti-Pferd. Und einfach auch dieses Stichwort Vertrauen untereinander finde ich ganz, ganz wichtig. Und dass man einfach auch lernt, Niederlagen miteinander gemeinsam zu tragen und die Verbindung wirklich zu haben zwischen Mensch und Mensch, aber auch zwischen Mensch und Tier. Von daher super vielen Dank für diese tolle Nachricht. Und wir machen direkt weiter mit der lieben Solveig. Ich als Trainer und Longenführer für Voltigieren oder beim Voltigieren finde es einfach nur toll und ich liebe es, wenn ich aus einem Haufen von pubertierenden oder vorpubertierenden Zicken eine Gruppe, ein Team formen kann, was mit dem Pferd eins ist, mit jedem aus dem Team eins ist. Wenn ich finde das einfach toll, wenn man Kinder so da so mitnehmen kann und die das für sich entdecken und ein tolles Hobby für sich haben. Denn auch, wie gesagt, auch noch der Umgang mit dem Tier, der natürlich auch sehr wichtig ist, weil
viele Kinder haben das nicht mehr, ich will das jetzt nicht so sagen, aber das ist so. Und also ich finde, Voltigieren einfach ist ein toller Sport durch den Umgang mit den Pferden oder mit dem Pferd und durch dieses Team, durch diese Teambildung, wenn die halt zusammen einlaufen, zusammen auslaufen und zusammen in die Siegerehrung gehen und das entweder tragen, also entweder Erster werden oder verlieren und das trotzdem dann weitermachen und sagen beim nächsten Training, wir machen es jetzt besser. Und ich finde das einfach, ist ein tolles Hobby, toller Sport und ich liebe Voltigieren einfach nur. Ach schön, sie liebt Voltigieren einfach nur. Vielen Dank, liebe Solveig, und auch danke für dieses Bild der pubertierenden Zicken, die man dann als Trainer, als Longenführer eben über den Sport, durch den Sport wirklich zu einem Team bilden kann, zu einer Einheit machen kann. Denn das kennt, denke ich, auch jeder von uns, ne? Also ich meine, wir waren vielleicht nicht alle ein Haufen pubertierender Zicken, aber pubertiert haben wir alle oder tun wir alle irgendwann in unserem Leben. Und dann ist es doch einfach wunderbar, wenn wir da gemeinsam mit anderen einen Sport wie eben unser Voltigieren betreiben können und daran gemeinsam wachsen können, Dinge fürs Leben lernen können und einfach wirklich ganz, ganz viele ganz wertvolle Erfahrungen sammeln können. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Solveig. Und dann hören wir doch mal, was die liebe Caro von Volting World dazu zu sagen hat. Hallo, liebes Volticast-Team. Das Tolle am Voltigiersport ist für uns der globale Zusammenhalt. Wir sind eine kleine Gemeinschaft, die aber dennoch stark vernetzt ist über Landesgrenzen hinaus. Voltigierer unterstützen sich gegenseitig, sei es mit Startplätzen auf dem eigenen Pferd oder mit Unterkunft bei Wettkämpfen. Ich selbst habe schon unzählige Male meine Schläppchen oder weiteres Equipment an Konkurrenten auf regionalen Wettkämpfen verliehen. Auch mit unseren Projekten von Vaulting World werden wir von Voltigierern aus der ganzen Welt unterstützt und sind sehr dankbar dafür. Das Projekt ist entstanden, um den Voltigiersport bekannter zu machen und Voltigierer besser untereinander zu vernetzen. Der Voltigiersport lebt von dem ehrenamtlichen Engagement und von der Leidenschaft, die Voltigierer, Trainer, Richter, Helfer und Fans mit einbringen. Voltigieren verbindet klein und groß, dick und dünn, alt und jung, weltweit. Das ist für uns das Tolle am Voltigiersport. Ja, cool, sehr schön, liebe Caro. Alt und jung, dick und dünn, finde ich wirklich sehr, sehr gut, wie du das nochmal betont hast, dass das Voltigieren wirklich alle miteinander verbindet, ne? Und das auch nicht nur innerhalb des eigenen Teams, des eigenen Vereins, sondern auch vereinsübergreifend über Ländergrenzen hinweg, dass wirklich das Voltigieren auch weltweit dieses ganz besondere Feeling, diesen ganz besonderen Spirit des sich gegenseitig Helfens und nicht wirklich in Konkurrenzdenken zu verfallen, das ist schon wirklich auch im Vergleich mit anderen Sportarten sicherlich eine ganz, ganz große Besonderheit, dass wir da einfach so offen miteinander sind, uns gegenseitig helfen. Natürlich gibt es, wie immer, wenn Menschen miteinander zu tun haben, natürlich gibt es sicherlich immer mal wieder Teams, bei denen die Chemie mit einem selber vielleicht nicht so ganz stimmt oder so. Und trotzdem würde ich aber sagen, dass das dann kein Konkurrenzdenken ist, ne? Also wenn es wirklich drauf ankommt, dann sind wir füreinander da, dann unterstützen wir uns gegenseitig. Und dann ist das auch egal, ob wir als Voltigierer hier in Deutschland aktiv sind oder in Österreich oder in der Schweiz oder irgendwo ganz anders in Australien, Neuseeland, Amerika, Brasilien, wo auch immer. Das ist halt wirklich das Schöne. Voltigieren verbindet weltweit und auch uns als Voltigierzirkel ist natürlich der Austausch über Grenzen hinweg und das Beitragen dazu, dass sich der Voltigiersport halt wirklich auch in Ländern entwickeln kann, wo er vielleicht jetzt noch nicht so groß, noch nicht so wo noch nicht so viel Erfahrung einfach da ist in der Umsetzung unseres Sports, dass wir da einfach dazu unseren Beitrag leisten, dass das auch in anderen Ländern irgendwann soweit sein kann. Sehr schön. Dann hören wir uns als nächstes mal die Nachricht von Nicole Schmidt an. Beim Voltigieren zählt das Wir, also die Gemeinschaft. Das finde ich besonders toll, denn auch beim Einzelvoltigieren brauchen wir ein Pferd, einen Trainer. Die Menschen, die hinter uns stehen, die uns helfen. Wir werden gebraucht und wir brauchen einander. Dieses Gemeinschaftsgefühl finde ich beim Voltigieren einfach unglaublich. Die Emotionen, die oft dabei sind. Und ich finde, dass das Voltigieren gelebt wird. Man lebt das einfach. Man hat immer Herzklopfen, ob man in der Mitte steht und longiert oder als Voltigierer aktiv ist oder auch außerhalb des Zirkels. Es sind so viele Emotionen und so viel Wir-Gefühl,
dass man einfach mit einem ganz tollen Gefühl und Moment auch nach Hause geht und auch unheimlich viel mitnimmt. Und auch in meinen Augen lernen die Kinder auch viel fürs Leben, wenn sie so einen tollen Gemeinschaftssport machen. Absolut, liebe Nicole, da gebe ich dir vollkommen recht. Du hast in deiner Nachricht wirklich dieses ganze Thema Emotion ganz, ganz sehr in den Fokus gerückt. Und das finde ich persönlich auch total wichtig, weil mit unserem Sport natürlich ganz, ganz viele verschiedene Emotionen einfach verbunden sind. Ne? Freundschaftliche Gefühle zu den anderen Teammitgliedern, Vertrauen, dieses Erfolgserlebnis, wenn man dann mal auf einer Veranstaltung, auf einem Turnier oder bei einem Showprogramm wirklich eine richtig tolle Leistung abliefert und dann da entsprechend belohnt wird dafür. Genauso aber auch die ganzen Emotionen, die sich um das Thema Niederlagen und Rückschläge ranken. Ne? Das gibt es ja in unserem Sport leider auch sehr häufig und immer mal wieder. Und das hängt ja auch häufig mit der Sache zusammen, dass wir eben nicht mit einem leblosen Turngerät zusammenarbeiten, sondern eben mit einem lebendigen Wesen, mit Pferden, die eben auch umsorgt werden wollen, um die man sich kümmern muss und die eben auch mal krank werden können oder sich irgendwie verletzen können und wodurch dann eben der reguläre Trainingsablauf oder das Ganze, wie man es halt bisher gewohnt war, nicht mehr einfach so funktioniert. Und das gehört eben genauso dazu. Und das dann aber im Verlauf seiner Voltigierlaufbahn zu lernen, ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um dann auch im späteren Leben, im beruflichen Leben wie im privaten Leben mit Rückschlägen, mit Niederlagen, aber eben auch mit Erfolgserlebnissen sinnvoll und gut für sich selber umgehen zu können. Von daher vielen, vielen Dank, liebe Nicole, für deinen Beitrag. Und dann holen wir uns jetzt noch mal ein paar aktive Voltis mit ins Boot und lassen mal die Mädels vom RFV Nosswitz ihre Meinung sagen. Hallo, ich möchte heute für uns beide sprechen. Und zwar ist für uns das Voltigieren so ein toller Sport, weil es den Pferdesport mit dem Turnen vereint. Und wir beide Reiter gewesen sind, beziehungsweise auch noch sind und aus dem Pferdesport kommen und beide auch noch turnen wollten. Und naja, dann kam uns das Voltigieren ganz gelegen, weil das ja beides vereint. Außerdem ist es toll am Voltigieren, man plant in der Wintersaison eine Kür, probiert neue Sachen aus und kann die dann irgendwann zeigen, dieses fertige Produkt. Langer Planung, wo man ja selber auch persönliche Emotionen und so weiter reingesteckt hat. Und wenn das dann gut ankommt, ist es einfach ein unglaubliches Gefühl, wenn sich das harte Training einfach gelohnt hat. Außerdem ist das Tolle, dass man halt, wie wir jetzt, wir trainieren zu zweit, dass man halt zu zweit oder zu dritt oder als Gruppe auch trainiert und wir zwei uns immer gegenseitig motivieren. Wenn einer mal ein bisschen tief hat, zieht der andere den wieder mit hoch. Und gerade wir zwei haben beide verschiedene Stärken und können dem anderen so mit seinen Schwächen halt helfen und den noch bis motivieren, das alles noch ein bisschen besser zu machen. Und ich finde, das macht das Voltigieren einfach aus. Ja, sehr schön. Vielen Dank, ihr zwei, für eure tolle Antwort. Ich finde euren Werdegang auch ganz interessant, dass ihr aus dem Reiten zum Voltigieren gekommen seid. Meistens ist es ja eher andersrum, dass die Voltigierer, gerade wenn es kleinere Kinder sind, dass die Kids halt mit dem Voltigieren anfangen sollen, damit sie später in den Reitsport wechseln. Aber ich finde das auch mal ganz spannend, dass der Weg eben auch andersrum laufen kann. Und ihr habt natürlich völlig recht, ne? Also bei uns beim Voltigieren ist halt auch dieser turnerische Aspekt ein ganz, ganz großer, ein ganz, ganz besonderer. Den habt ihr euch ja quasi dann auch rausgesucht, um eben die Sportart zu wechseln oder euch eben noch weiter breiter aufzustellen und jetzt eben zu reiten und zu voltigieren. Und ja, also ich finde auch, ihr habt da wirklich ein paar sehr, sehr schöne Sachen zusammengetragen in eurer Nachricht und bedanke mich deswegen ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen und würde jetzt als nächstes mal einen, wie er sich selber nennt, doppelten Exoten zu Wort kommen lassen, nämlich den lieben André. Ich finde an Voltigieren besonders toll, die Menschen und die Pferde, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns gegenseitig motivieren. Nun, ich bin bereits 29 Jahre alt und habe erst gerade vor einem Jahr knapp begonnen zu voltigieren und darf in einer Anfängergruppe mitmachen. Und das ist jetzt, ja, es ist einfach cool in diesem im Training. Ich werde immer motiviert von den jungen Mädels um mich herum. Und ja, ich bin doppelter Exot als Mann und in meinem Alter, aber es macht einfach mega viel Spaß, so unterwegs zu sein, fit zu werden, zu trainieren, vor allem so auch in der Gruppe dabei zu sein, mitzumachen.
Und ja, auch die Pferde sind bei uns mega toll. Ich habe bis jetzt meistens auf einem einzigen Pferd trainiert, einmal als Ausnahme bei einem anderen. Und ja, mal schauen, was die Zukunft noch bringt, wohin es mich innerhalb des Voltigierens noch verschlägt. Aber es ist einfach mega, mega toll. Ja, super, lieber André. Ich finde das richtig toll, dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier bei uns mitzumachen. Denn so habe ich zumindest die Möglichkeit, wenigstens eine menschliche Stimme hier in dieser Podcast-Folge mit einfließen zu lassen. Was war das gerade? Eine menschliche Stimme? Resi, was war denn da los? Du meintest doch ganz eindeutig männliche Stimme. Aber wahrscheinlich sind die Männer bei uns im Sport einfach so sehr unterrepräsentiert, dass du gar nicht mehr weißt, wie du das richtig formulieren sollst. Naja, egal. Aber umso schöner ist es natürlich, dass auch du deinen Weg, wenn auch erst relativ spät, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass 29 Jahre schon besonders alt ist, weil dann würde ich mir ja selber ein Bein stellen. Aber ja, es ist schön, dass du auch noch so relativ spät in unseren Sport eingestiegen bist und den Spaß daran gefunden hast, Freude daran entwickeln kannst und ich hoffe, dass du noch ganz, ganz lange mit dabei bleiben wirst. Von daher viele Grüße an dich und als nächstes würde ich dann gerne die Jasmin von Perform Your Best mal zu Wort kommen lassen, denn die ist ja wiederum schon sehr, sehr lange bei uns im Sport aktiv und hat sich dementsprechend etwas schwer getan, die Antwort auf die Frage, warum das Voltigieren für sie denn so besonders ist, in die 90 Sekunden zu packen. Mal sehen, wie sie es gemacht hat. Hallo, da ist die Jasmin von Perform Your Best. Ich wollte mich natürlich auch dazu melden, obwohl ich überhaupt nicht weiß, was ich sagen soll. Ja, warum ist denn das Voltigieren toll? Das ist doch die meistgestellte Frage, wenn man in einem Interview steht oder wenn man von außen gefragt wird, ja, warum machst du das eigentlich? Was ist denn das Schöne daran? Ja, es hat mit Pferden zu tun. Ja, das auch. Nein, ich finde es wirklich wahnsinnig schwierig, die Frage vor allem in einer so kurzen Zeitspanne, also in 90 Sekunden zu beantworten. Es geht nicht, weil Voltigieren ist toll, weil es hat mit Pferden zu tun, es hat mit Eleganz zu tun, es hat mit Kraft zu tun, es hat mit Beweglichkeit zu tun, es hat mit so vielen Dingen zu tun, die man gar nicht in Worte fassen kann. Und egal, mit was ich es vergleiche, es kommt immer wieder heraus, dass einfach Voltigieren etwas Spezielles ist, etwas so Vielseitiges, etwas so, ja, unbeschreiblich Schönes, dass man es eben gar nicht in Worte fassen kann. Und jeder, der Voltigier infiziert ist, der versteht das. Alle anderen sowieso nicht. Einen Punkt kann ich vielleicht doch noch erwähnen, den ich einfach mein ganzes Voltigierleben immer wieder genossen habe und auch immer wieder auch jetzt im Trainerwesen stark beobachten kann, dass das richtig, richtig, richtig Schöne am Voltigieren ist, dass man alle zusammenbringen kann. Jung, alt, gut, vielleicht nicht so gut, Spaßsportler wie Leistungssportler und dann noch mit Tieren. Gibt's denn was Schöneres? Nee, also wenn es nach mir geht, liebe Jasmin, gibt's nichts Schöneres. Und ich glaube, da spreche ich auch ganz, ganz vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern aus der Seele. Und ja, ich finde trotzdem, du hast das trotz der Kürze der Zeit sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht und bedanke mich auch bei dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Und bevor ich euch jetzt tatsächlich nochmal einen Überblick über meine Antwort auf die Frage gebe, habe ich noch eine allerletzte Sprachnachricht, die mich schon nach Einsendeschluss der eigentlichen Mitmach-Episode erreicht hat, die ich aber trotzdem natürlich gerne noch mit reinnehme. Nicht nur, weil es eine Volti-Gruppe aus meiner Heimat Thüringen ist, sondern weil sie einfach auch nochmal ein paar sehr, sehr schöne Aspekte genannt haben. Hallöchen, wir sind das Team Bridgeruder 1 vom PPC Bridgeruder aus Thüringen. Und nun hört ihr, was wir am Voltigiersport besonders toll finden. Was ich am Voltigieren mag, ist, dass dieser Sport wirklich sehr vielseitig ist. Er verbindet meine Leidenschaft, das Turnen, mit meinen Lieblingstieren, den Pferden, und ist somit der perfekte Sport für mich und macht mir auch unfassbar viel Spaß. Wenn man außerdem im Team voltigiert, entsteht ein wirklich guter Teamgeist, Vertrauen und man wächst auch als gute Freunde zusammen. Der Voltigiersport ist für mich was Besonderes, weil ich einfach abschalten kann und mich auf die Übungen konzentrieren kann, die wir gerade im Training machen. Und mein Team ist für mich eine zweite Familie. Beim Voltigieren lernt man auch, immer seine Grenzen zu überwinden und Dinge, die man für unmöglich hält, möglich zu machen. Ach, wie schön. Dinge möglich machen, die man für unmöglich hält. Ich glaube, das
kennen wir alle und das machen wir ja alle auch irgendwo jeden Tag aufs Neue, denn wir sind ja alle ehrenamtlich tätig, wir investieren ganz, ganz viel Energie und Zeit neben unserer eigentlichen Arbeit, also wirklich in unserer Freizeit, die wir eigentlich auch anders nutzen können, investieren wir wirklich für unseren Sport. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, wo ich immer wieder begeistert bin von allen Menschen, die in dieser Volti-Szene wirklich aktiv sind, dass die da alle mit so viel Herzblut, mit so viel Leidenschaft dabei sind. So, und jetzt gebe ich euch noch die Antwort auf die Frage, warum ich persönlich denn den Voltigiersport so ganz besonders toll finde. Ja, und um ehrlich zu sein, geht's mir da so ein bisschen wie der Jasmin und ich bin einfach froh, dass ich diesen Podcast mache und deshalb selber bestimmen kann, wie lang meine Antwort wird und die wird definitiv nicht in 90 Sekunden passen. Aber von daher trotzdem nochmal an der Stelle Chapeau an alle von euch, die mir eine Sprachnachricht geschickt haben und die das wirklich versucht haben und auch, wie ich finde, richtig gut hingekriegt haben. Und jetzt zu mir. Also, ich habe ja mein Skript zu dieser Antwort schon bei Instagram und Facebook gepostet. Und jetzt will ich halt zu den einzelnen Punkten gerne noch ein bisschen was sagen. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich meine Antwort gern in vier Bereiche teilen möchte. Und zwar sind das die vier Bereiche Team, Pferd, Kreativität und das besondere Etwas. Denn das jetzt wirklich in so einen kurzen, knackigen Antwortsatz zu packen, wie Voltigieren ist deshalb besonders cool, weil es eine Kombination aus Turnen und Pferd ist, reicht mir ehrlich gesagt nicht. Deshalb nehme ich mir jetzt einfach noch die Zeit und ich hoffe, ihr seid auch immer noch dabei und interessiert euch für meine Antwort. Also, beim Thema Team, warum unsere Teams quasi das Voltigieren so besonders toll machen, sind halt wirklich verschiedene Faktoren. Einiges ist in den vorhergegangenen Antworten auch schon genannt worden. Ne, zum Beispiel, dass man halt wirklich auch als Einzelvoltigierer ein Team bildet mit seinem Longenführer und seinem Pferd, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das kam ja auch in den Antworten von euch bereits ganz gut raus. Es ist einfach auch so, man verbringt halt wirklich viel Zeit miteinander und lernt, sich einfach aufeinander verlassen zu können und einander zu vertrauen. Ne? Außerdem lernt man gemeinsam, man wächst miteinander durch die Höhen und Tiefen, die man zusammen erlebt. Es entwickeln sich tiefe Freundschaften und man hat natürlich auch ganz, ganz viel Spaß und Freude einfach miteinander. Und ich glaube, das ist auch so ein Kernelement, der den Voltivirus zum Ausbrechen bringt. Denn ich glaube, wenn man den Sport wirklich so ganz alleine betreiben würde, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann immer noch denselben Effekt hätte, wie wenn man das wirklich als Team miteinander macht. Außerdem ist es ja dann auch so, und das sehe ich ja bei euch auch, gerade bei den sozialen Medien, wenn ich so schaue, was ihr bei Instagram und Co. so treibt, dann sehe ich einfach auch, und das ging mir damals in meiner aktiven Zeit natürlich auch ganz genauso, man identifiziert sich halt selber auch sehr, sehr stark als Teil des Teams, ne? Also man ist dann halt der VRV Horstedt oder das Team Carlos oder halt irgendein anderes Team. Ich habe jetzt, glaube ich, euch doppelt genannt, ne? Ihr seid ja beides Team Carlos und VRV Horstedt, von daher egal. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Also man präsentiert dann halt nicht nur sich selber, sondern einfach auch sein komplettes Team, sein Verein zeigt sich nach außen und will einfach auch darstellen, was man so im Training gemacht hat und sich da selber präsentieren. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass man nicht nur viel Zeit miteinander verbringt, sondern gerade beim Doppel- oder Teamsport einfach auch wirklich eine ganz, ganz große Nähe zueinander hat, nicht nur auf körperlicher Ebene, wenn man halt wirklich miteinander turnt, sich gegenseitig hält, sich gegenseitig stützt, sondern halt auch einfach auf geistiger, auf mentaler Ebene. Ne? Das haben ja zum Beispiel die Voltis vom RLV Nosswitz in ihrer Nachricht vorhin auch gesagt, ne? Dass man sich gegenseitig mal hochzieht, wenn der andere irgendwie einen Hänger hat. Oder sich halt auch gegenseitig anspornt und motiviert, einfach beim Training und beim Turnier wirklich immer sein Bestes zu geben. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz toller, ganz, ganz wichtiger Aspekt in unserem Sport. Das sind so die Sachen, die ich mir zu diesem Themenfeld Team aufgeschrieben habe, niedergeschrieben habe. Der zweite wichtige Punkt habe ich ja eben schon genannt und das hatten wir heute hier in der Folge auch schon ganz, ganz viel, ganz, ganz häufig, ist natürlich das Pferd. Ne? Dieses große, kraftvolle, lebendige Wesen, was eben kein Gerät ist und ganz, ganz viel Liebe und Zuwendung braucht und wo es einfach darum geht, mit Respekt
mit dem Pferd umzugehen, respektvoll mit dem Pferd umzugehen und auch einfach Verantwortung für dieses Tier zu übernehmen. Ne? Ich meine, die stehen uns wirklich als Partner zur Verfügung und es liegt dann einfach auch in unserer Pflicht, dafür zu sorgen, dass es den Pferden mit uns zusammen, wenn wir gemeinsam unseren Sport betreiben, dass es den Pferden dann auch gut geht. Na? Und dass es den Pferden aber auch gut geht und dass die auch versorgt sind, wenn wir halt nicht gerade trainiert haben, ne? Sondern einfach auch, wenn halt gerade mal kein Trainingstag ist oder irgendwie über die Wintersaison generell nicht so viel trainiert wird, dass man sich trotzdem um die Tiere kümmert, ne? Und dass gerade jüngere Kinder dann einfach auch lernen, dass das auch mit dazugehört, ne? Dass man halt nicht einfach zum Training kommt und dann einfach sagt, jetzt hat hier gerade mein Computerbildschirm einen Ladebalken gemacht, von daher entschuldige ich, wenn ich kurz rausgekommen bin. Dass einfach die jüngeren Kinder auch lernen, dass man Verantwortung übernehmen muss für dieses Tier. Dass man nicht zum Training kommt und sagt, so zack, jetzt geht's los, sondern nee, das geht einfach schon damit los, dass man das Pferd erstmal von der Koppel holt, dass das geputzt wird, dass das gefüttert wird nach dem Training, dass der Stall gemistet wird. Das sind alles Aufgaben, die beim Voltigieren irgendwo mit anfallen. Und die ich persönlich halt wirklich auch ganz, ganz wichtig finde, einfach als Lernfaktor. Und das ist einfach eine Sache, die über das Pferd ganz, ganz toll vermittelt wird. Und deshalb ist das Pferd wirklich ein ganz, ganz wichtiger Partner bei uns im Voltigieren. Und hinzu kommt, und das kommt nachher beim besonderen Etwas auch nochmal, ist natürlich auch der Faktor, dass das Pferd auch seinen eigenen Kopf hat, ne? Und dementsprechend sind unsere Programme halt auch immer irgendwie ein Stück weit unberechenbar, ne? Weil wir halt dieses natürliche, nicht zu 100% kontrollierbare Element Pferd im Sport haben und dadurch halt jedes Kürprogramm, jede Pflicht anders laufen kann, weil halt jedes Mal das Pferd anders laufen kann. Ne? Und das kennt ihr ja garantiert alle, das erzähle ich euch ja. Das ist ja alles nichts Neues für euch. Ich will das nur noch mal in den Fokus rücken. So, der dritte Bereich, den ich mir überlegt hatte, war dieser ganze große Bereich Kreativität. Und da bin ich ja sowieso ein Riesenfan davon. Ne? Ihr wisst ja, ich mache beruflich auch was mit Medien und mache ja auch hier diesen Podcast und so und bin dementsprechend sowieso ein ganz, ganz großer Fan von Kreativität und bin selber auch ein recht kreativer Kopf. Und das ist natürlich eine Sache, die hat mich auch schon in meiner aktiven Zeit halt am Voltigieren immer ganz, ganz sehr fasziniert. Ne? Das geht einfach schon damit los, dass man neue Übungen entwickeln kann, gerade in der Kür, dass man neue Übergänge sich überlegen kann, neue Haltungen, neue Armbewegungen, dass man da alles halt wirklich umsetzen kann, verschiedene Bewegungen machen kann. Auch die Grußaufstellung ist natürlich eine Sache, wo auch gerade jetzt in den letzten Jahren immer mehr Kreativität reinfließt und was ich persönlich eigentlich auch ganz cool finde. Genauso wie es aber auch mit dem ganzen Thema Frisuren, Anzüge und Kostüme, gerade im WBO-Bereich, wenn es dann auch so Kostümwettbewerbe und so gibt. Das finde ich einfach auch schön, dass man da eben auch so über diese äußerlichen Faktoren ganz, ganz viel Kreativität in den Sport reinbringen kann, aber auch inhaltlich, ne? Und da spielt halt wirklich die Musik, die Verbindung unseres Sports mit der Musik eine ganz, ganz große Rolle. Ich werde auch zu diesem ganzen Thema die Kraft der Musik, the power of music, mache ich garantiert irgendwann nochmal eine separate Folge, weil ich das wirklich einen ganz, ganz wichtigen Faktor finde, weil man einfach mit der Musik, mit der Kürmusik das hinbekommen kann, dass man nochmal viel, viel mehr, nochmal viel, viel stärker einfach Emotionen vermitteln kann, Geschichten erzählen kann in Küren, in Themenküren, in Showprogrammen. Und das ist wirklich eine Sache, da bin ich immer, immer wieder fasziniert. Ich bin da sowieso ein Fan davon. Ich liebe auch einen Tanzsport oder Eiskunstlaufen. Aber beim Voltigieren ist es halt wirklich durch die Kombination mit dem Pferd einfach nochmal was ganz, ganz Besonderes. Und da komme ich dann eigentlich auch schon direkt zu meinem vierten Punkt, nämlich das besondere Etwas beim Voltigieren. Da habe ich ja gerade schon gesagt, ne, das ist dieser ganze große Bereich der Emotion. Ne? Kombination aus Bewegung und Musik und Kleidung und Frisuren, einfach zum Erzählen einer Geschichte. Und ich liebe gut gemachte Geschichten. Und natürlich aber auch, und das zählt ja auch irgendwo mit zu den Emotionen,
die Emotionen, die man für andere Voltis dann mitempfindet, ne? Dass man sich halt mitfreut, wenn andere einen großen Erfolg feiern, dass man wirklich da mitfühlt und sich freut. Und das war ja heute auch schon mal Thema bei einer der Antworten, dass es halt wirklich heißt, man hat dann auch Herzklopfen, nicht nur, wenn man selber in den Zirkel einläuft, sondern wenn man halt auch andere dabei beobachtet, am Rand steht, auf der Tribüne sitzt und da dann einfach genau weiß, wie die sich gerade fühlen und was die gerade erleben und dass man da einfach total mit drin ist und das miterlebt. Na? Ein weiterer wichtiger Faktor, der irgendwo was Besonderes beim Voltigieren ist, ist einfach die Tatsache, dass wir Voltis die fittesten Pferdesportler von allen sind, ne? Weil wir halt einfach alle körperlichen Bereiche trainieren. Ne, und das hatte ja die Jasmin vorhin in ihrem Beitrag auch genannt. Ne? Wir müssen Kraft trainieren, wir müssen Beweglichkeit trainieren, wir müssen unsere Eleganz, unsere Ausdrucksstärke trainieren, unsere Ausdauer. Also wirklich ganz, ganz viel. Und da gehört einfach mehr dazu, als einfach in den Sattel zu steigen und eine Runde über den Platz zu galoppieren und über so ein paar Stangen drüber zu springen. Wobei ich da jetzt natürlich keine andere Pferdesport irgendwie dissen möchte oder so, aber einfach so als Vergleich, was wir dann als Athleten leisten und was zu unserem Trainingsprogramm einfach noch alles dazugehört, bin ich der Meinung, und das ist ja auch schon häufig von anderen Stellen bestätigt worden, dass die Voltis halt einfach die fittesten Pferdesportler sind. Ne? Außerdem ganz, ganz spannend und irgendwo was Besonderes ist einfach, dass es bei uns, dass unsere Leistungen von Richtern bewertet werden. Ne? Und auch Richter sind ja wieder eine Komponente, die jetzt nicht jeden Tag gleich ist, ne? Sondern das ist halt auch eine menschliche Komponente, keine Maschine. Und das macht es natürlich auch irgendwo besonders, weil dadurch natürlich das auch immer irgendwie dann von Stimmungen abhängt und es einfach aber auch ganz, ganz viele Punkte gibt, auf die Richter dann einfach auch achten müssen, wenn sie eben Voltigiersport bewerten. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass dieser ganze Arbeitsbereich unserer Richter wirklich hoch anspruchsvoll ist und ich da auch finde, dass man da wirklich den Hut vor diesen Leistungen ziehen darf, wenn man sich mal überlegt, was unsere Richter so bei den großen, aber auch den kleineren Turnieren einfach den ganzen Tag auch so leisten. Ne? Genau. Was habe ich hier noch so Schönes stehen? Ein paar Sachen habe ich noch. Die Atmosphäre bei großen Turnieren. Ja, das ist natürlich auch immer wieder ganz faszinierend. Da sind auch wir vom Voltigierzirkel immer wieder begeistert und freuen uns dann natürlich auch, wenn wir eben auch zu Gast sein dürfen bei so großen Turnieren, wie jetzt einer deutschen Meisterschaft oder gerne auch mal bei einer Europameisterschaft oder einer Weltmeisterschaft. Das ist halt schon nochmal was ganz, ganz anderes als jetzt bei so einem Wald- und Wiesenturnier. Ne, also die Fans vom Voltigiersport, die sind natürlich auch ganz besonders. Ne? Also die sind halt einfach mit Leidenschaft dabei, wie bei allem, was halt mit dem Voltigieren zu tun ist. Genauso wie man leidenschaftlich gerne ins Training fährt und dort alles gibt. Genauso geben wir auch leidenschaftlich gerne alles, wenn wir auf der Tribüne sitzen und unsere Teams anfeuern, unsere Teams anspornen, eben Höchstleistungen zu vollbringen. Und das ist immer wieder eine Atmosphäre, von der man sich gerne anstecken lässt und die einfach Spaß macht. Ne? Hinzu eben wirklich dieses fehlende oder kaum vorhandene Konkurrenzdenken, was ich ja vorhin auch schon mal angesprochen habe. Und einfach dieser Thrill-Faktor, der durch dieses Zusammenspiel von Longenführer, Voltigierer und Pferd entsteht. Ne? Das ist jedes Mal anders, immer wieder neu, es kann immer wieder anders laufen und ist natürlich dann auch immer wieder besonders schön, besonders toll zu sehen und zu erleben, wenn so ein Programm dann eben gut gelaufen ist und alle zufrieden sind und es am Ende gute Noten gibt und tolle Platzierungen. Und da macht es doch einfach Spaß, unserem Sport zuzuschauen und ein Teil davon zu sein. Ja, und das ist jetzt, denke ich, auch ein ganz gutes, ein ganz hübsches Schlusswort für die heutige Folge. Ich freue mich, dass ihr wirklich so zahlreich mitgemacht habt. Es wird garantiert, das verspreche ich euch, hoch und heilig, dass das nicht die einzige Mitmachfolge dieses Podcasts bleiben wird. Wir werden sicherlich in Zukunft immer mal wieder Themen haben, wo ihr euch selber ganz aktiv beteiligen dürft und sollt. Und ich freue mich, wenn ich dann wieder genauso viele Rückmeldungen kriege wie für diese Folge
oder gern auch noch mehr, immer her damit. Genauso wie ich mich natürlich auch immer freue über Feedback, über Kritik, über Lob natürlich auch. Also wenn ihr mir zum Podcast eine Rückmeldung geben wollt oder eine Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Portalen, dann tut das bitte. Das freut mich total. Das hilft uns natürlich auch extrem weiter, diesen Podcast hier weiter voranzubringen und weiter zu entwickeln. Und ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ich hatte großen Spaß und ich bin gespannt auf die nächste Folge. Wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Sommer. Schwitzt nicht allzu sehr. Viel Spaß beim Training, auch wenn ihr nur noch einzeln trainieren dürft. Aber trotzdem, ich denke, ihr seid alle froh, wenn ihr wieder ins Training fahren dürft. Genießt es, genießt die Zeit mit euren Teammitgliedern, mit euren Pferden, mit euren Trainern und einfach mit unserem Sport. Und wir hören uns dann das nächste Mal im August. Bis dahin, bleibt gespannt, eure Resi.